Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Kena Bridge of Spirits. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten ein neues Spiel. Einzigartige Holzmasken sind geschnitzt, um die Toten zu ehren. In heiligen Schreinen zerfallen diese Masken allmählich zu Staub und symbolisieren die friedliche Reise des Geistes in das nächste Leben. Nicht alle Geister können diesen Weg alleine beschreiten. Aufgrund von Tragödien in ihrer Vergangenheit verweilen sie und werden gefährlich. Meister, die berufen sind, diesen Gefangenen und gewalttätigen Geistern zu helfen, den Rest konnten wir leider nicht lesen. Okay, E für Impuls, obwohl ich mit dem Controller spiele. Ah, jetzt. LB. Okay. Ich kann ja anscheinend nichts machen. Wir können springen. Wir können... Doch, hiermit können wir rollen. Irgendwas klingelt hier auf jeden Fall. Soll ich jetzt den Geistern folgen? Aber da geht's nach draußen. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Nö. Ich glaube, damit mache ich auch die Geister kaputt, ne? Okay. Damit kämpfe ich, das ist schon mal gut zu wissen. Damit auch. Guck nicht so böse. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Okay, also hier ist zerbrochener Stein. Grafisch ist es nicht schlecht bisher, aber die dürften gerne auch erklären, was ich eigentlich machen soll oder wo ich hin soll. Das ist jetzt gerade ein bisschen irritierend. Hinten? Ne, da kommen wir nicht hoch, oder? Ah, okay. Da oben. Ah. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, ich mag so Spiele ja leider gar nicht, die, abgesehen davon, dass das jetzt hier extrem dunkel ist und ich wahrscheinlich jetzt abstürze, oder kann ich da hochklettern? Ja, aber ich muss da runter, glaube ich. Die gar keine Erklärung haben. Why have you come? I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Okay, also es hat jetzt eben ein bisschen geruckelt, weil ich versucht habe, das Ganze auf Deutsch zu stellen. Aber scheinbar funktioniert das nicht, sondern man kann Kena nur auf Englisch spielen, was ja sehr seltsam ist, weil da drin stand, dass das Spiel eigentlich auf Deutsch spielbar ist.
Okay, das muss... Ach so, ja, da müssen wir in die Mitte wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Ding. Ja, genau. Soll zumindest? Oder muss ich mich hier... Nee, hä? Das ist gar nicht aufgeladen. Was müssen wir denn hier machen? Okay. Probieren wir das auf der anderen Seite auch mal. So weit weg. Hieß das jetzt, ich kann jetzt die Tür öffnen oder war das jetzt eine andere Sequenz? Ah, okay. Na komm, stell dich drauf. Okay, also die einfachen Rätsel. Ja, haben wir dann schon mal verstanden. Es wurmt mich nur ein bisschen, dass das Spiel, Mann, dass das Spiel jetzt nicht auf Deutsch ist, wie es angegeben war. Sondern nur die Untertitel. Kann man hier irgendwas machen? Anscheinend kann man die aufladen. Aber nur für einen kurzen Moment, oder wie? Ja, keine Ahnung. Das bringt uns anscheinend nichts. Mal schauen. Ist auch so ein bisschen ruckelig irgendwie beim Durchlaufen, finde ich. Och, hi, wer seid ihr denn? Weg waren sie. I saw him here somewhere. Okay, das war jetzt eine Begegnung der ganz besonderen Art. Das Irrlicht. Moment, das ist doch hier irgendwie auf einen Stein drauf. Finde die Rottsuche nach weiteren Rott in der Gegend. Okay. Ah. Gehen wir da nochmal hoch.
aber das ist ein einfacher Sprung. Ich habe gerade mal probiert, ob die irgendwie so einen Doppelsprung hinkriegt, aber... There she is. Run. Bleibt stehen. Ich krieg euch. Ich bin sogar schneller als ihr. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, die sind hier hoch, oder? Bin mir nicht sicher. Ah! Come join the team. Hallöchen! Machen wir hier. Hi, Benny! Achso, hier oben geht es sogar weiter, okay. Ich wollte jetzt erst hier oben gucken. Okay, 5 Stück muss ich finden. Ist nicht gerade noch einer drin? Run quick. Ich glaube, hinten links sind die rum. Na, aber ich gucke erstmal kurz vorher. Was ist das denn hier? Warum ist das hier so böse? Sieht aber gar nicht gut aus. Und hier ist auch noch was. Mir irgendwie so nach Geheimnis oder sowas aus. Also wenn ich denen schon folgen soll nach da hinten, dann möchte ich nämlich vorher doch mal gucken. Das ist aber ziemlich weit weg hier der Sprung. Okay, so geht's aber. Moment. Achso, Kante greifen. Ich kann das nochmal aufladen. Das meine ich. Okay. Okay, es ist kein Geheimnis, es war einfach nur ein weiterer Rott. Gut, dass ich nochmal hier hochgegangen bin. Ich sehe nichts. So. Die sind da hochgelaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier... Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Du siehst so tot aus. Kann man dir helfen? Okay, anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal den Weg hoch. Also ich denke mal, das wird uns später nochmal beschäftigen. Aber im Moment... War das jetzt hier durch? Ja, ne? So viel zu erkunden hier. Was ist das denn? Okay, sogar in Kisten können die sich verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. Muss man hier noch irgendwas aktivieren? Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt... Moment. Das wäre jetzt der Teil, wo die durchgelaufen sind, aber anscheinend doch nicht. Obwohl, doch, die sind doch hier durchgelaufen. Tja. Kann man denn sonst noch irgendwo hier hin? Da oben war ich eben. Dann bin ich ja nach links gegangen. Da gehe ich wieder zurück. Da ist ein Loch. Da kann ich aber nicht hoch, oder? Ne, das ist gesperrt. Hier kam ich doch jetzt gerade, oder nicht? Doch, da bin ich durch das Loch durch.
Ja, meine neuen Kumpel, sagt mir doch einfach mal, in welche Richtung ich gehen soll. Dann könnte ich auch mehr von euch sammeln. Da unten war ich eben. Geht's aber auch nicht weiter. Okay, das war das mit dem Angreifen. Kann man da irgendwie hochklettern oder so? Nee, ne? Also die Rätsel waren bisher noch nicht so schwierig, aber den richtigen Weg zu finden, das gestaltet sich gerade als schwierig, wobei wir eigentlich meines Wissens nach jetzt schon überall waren. Da kann ich nichts machen. Ich denke mal, dass das vielleicht... Ach Moment, kann man da hinten weiter... Nee, auch nicht. Es muss doch irgendetwas, denke ich mal, hiermit zu tun haben. Ist mir irgendwas vielleicht... Oh, okay, die sind böse. Das habe ich mir schon gedacht, aber, ne? Kann natürlich sein, dass ich die brauche, um den Wald hier wieder schön zu machen. Im Wasser irgendwas? Da war ich ja noch nicht. Was ist das hier eigentlich? Kann man das anscheinend nicht? Ach so, das sind diese blauen Kristalle. Ja, okay. Aber in der Höhle habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen. Unten links geht es auch nicht weiter. Hallo. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, fängt ja schon gut an mit der ersten Folge, dass wir jetzt hier erstmal überhaupt nicht weiterkommen, oder? Kommen wir da oben? Es könnte knapp werden. Es ist sehr knapp, ja. Ich probiere es trotzdem noch mal, wobei ich mir nicht sicher bin. Nee, das ist nur das, wo wir auch so hinkommen. Habe ich denn hier irgendwas übersehen oder wie? Oder kommen nämlich da oben hin, ja. Ah, Moment. Wo bist du gerade hingesprungen? Es hörte sich an, als ob er hier ist. Irgendwo hier höre ich ihn doch, Mann. Die sind auch ganz aufgeregt, aber ich glaube eher, dass das hier hingeht, oder? Das Problem ist, jetzt gehen wir doch eigentlich wieder zurück. Aber hier höre ich jetzt auch nichts mehr. Nee. Das muss irgendwo hier vorne sein. Also wir sind vorhin auch links hoch gesprungen. Okay, tanzen. Komm, lass uns tanzen. Okay. Also, die Rott können helfen. Dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rott-Aktion zur Verfügung. Drücke X, um die Rott auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rott, um aufzuleveln und mehr Rott-Aktionen zu erhalten. Okay.
Kann man eigentlich... Oh. Hä? Okay. Also sprinten kann ich anscheinend nicht. Aber ich kann zielen. Das ist schon mal gut. Ah, Rott verwenden? Das ist zu weit weg, oder? Ha! Sag ich doch. Die helfen uns jetzt bestimmt. Ach so, da geht's jetzt hoch. Ah! Oh. So langsam, aber sicher steige ich dahinter. Aber wieso rutsche ich hier die ganze Zeit ab? Hallo. Boah, ist das doof. Okay. Hier mal wieder was. Achso, das ist, glaube ich, nur, dass man springen kann. Kann das sein? Aber das ist zu hoch zum Springen. Da geht's runter. Schauen wir erstmal hier, ob wir was finden können. Die kann man auch nochmal hoch. Ah, jetzt. Okay. Hallo, ich würde dich gern einsammeln. Kann ich dich nicht einsammeln? Okay. Das war meiner, ist okay. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt ein neuer, der dahin geflogen ist. Oh je. Kann ich hier? Kann ich? Aber ich glaube... Ich glaube, ich muss kämpfen, oder? Gegner erschrecken die Rott. Die Rott sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rott-Aktionen durchzuführen. Ah, okay. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit deinem Impuls oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Okay. So viel zum Ausweichen. Och, Leute. Die Rotz sind bereit. Sie können Todeszonen, Herzen zerstören oder Feinde binden. Drücke X, um deine Rotz schnell auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Ja. Ach so, auf die soll ich die schicken, oder wie? Hallo, du sollst dich bewegen. Mann, immer wenn ich da drauf zielen will, kommen wieder neue. So, macht schon, macht schon. Boah. Das ist doch nicht normal, dass ich immer dagegen laufe. So, jetzt aber. Oh Mann, ey. Okay. So, hat auch optisch irgendwie ein bisschen was von Tomb Raider, finde ich, hier mit diesen Ruinen. Da hinten habe ich gerade was gesehen. Nein, falsche Taste. Die Rott können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke X, um die Rott ein Objekt anheben zu lassen. Sag den Rott, wo sie hin sollen,
Ja, wohin denn? Mit links drauf zielen und dann nochmal X drücken. Nein. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da hinten kann ich hochspringen. Da. Ich will das Objekt aber nicht freigeben. Ja, ich denke, ich soll darauf zielen. Da. Ja, aber dann gibt er... Meine ich doch, dann gibt er das doch da frei. Ja. Kommt mit. Oder könnt ihr da gar nicht rum? Ich würde das gerne da hinstellen, aber das... Ach, Moment, muss ich das... Ah. Das geht nicht, weil ich da auf die Wand gezeigt hatte. Okay, verstehe. Okay, dann kommt mal mit, Jungs. Ach, geh hoch, Mann. Wieso nimmt sie die Kante nicht? Soll ich hier noch andere nehmen, oder? Nein, falsche Taste. Kann ich die noch ein bisschen näher da dran stellen, vielleicht? Aber das bringt nicht viel, oder? Doch, es bringt was. Okay. Mal schauen. Was ist das? Öffnen. Can you pick that up? Genau. Stellt die wieder aufrecht. Das ist schön. Und nu? Haben wir die jetzt gelevelt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Ja. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Boah, das war jetzt heftig. Okay. Eieieiei. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Das ist schon ein bisschen tricky. So, hier ist auch wieder alles irgendwie total verwüstet. Ja, und an dieser Stelle wollte ich eigentlich einen Cut machen, habe mich dann aber doch eines Besseren besonnen, weil ich danach nämlich gemerkt habe, dass wir nur noch einen kleinen Fight hatten. Also wundert euch nicht. Wir schauen mal, was wir hier noch so machen können mit unseren kleinen Freunden. Oh, da ist wieder so ein... Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but... You do not fully understand it. Death and corruption are all that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people.
Oh, wow, 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 wow. Das finde ich jetzt gar nicht nett. Ja, weich bloß nicht aus. Komm her. Komm her. Das ist aber kein gutes Ausweichen hier. Wieso kann ich mich eigentlich nicht heilen? Na komm. Hey, wieso weicht die nicht aus? Schild kann sie auch nicht benutzen im Kampf. Das kann sie nur zwischendurch. Ja, also weder wegrollen noch Schild benutzen tut sie. Boah, komm schon. Die habe ich total vergessen. Ja, mach ihn nieder. Okay. Scheiße. Die habe ich echt total vergessen. Ah, das war zu weit weg. Safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Ja, und ich würde sagen, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.